Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Peters, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und ich stehe heute neben Johannes Hagen, Facharzt für Kardiologie. Wir arbeiten Tür an Tür nebeneinander und Johannes hat heute eine sehr spannende Kasuistik mitgebracht, über die wir gleich sprechen werden. Und diese Kasuistik ist in mehrfacher Hinsicht wirklich besonders. Und zwar, es kam eine Frau zu uns, die hat seit 30 Jahren Herzrhythmusstörungen. Niemand wusste, was sie hat. Und es ist dir zusammen mit Kommissar Zufall gelungen, den Fall zu lösen. Es ist medizinisch interessant. Es ist interessant auch die Patientenbiografie. Und es hat fast was Kriminalistisches mit dem, was uns hier gelungen ist an Aufklärung. Lieber Johannes, ich freue mich, dass du da bist und dass du Lust hast, mit uns gemeinsam diese besondere Kasuistik jetzt einmal hier zu betrachten. Es wird spannend. Ja, vielen Dank, Markus. Also ich muss wirklich gestehen, das klingt jetzt so 30 Jahre und niemand hat was gesehen. Das klingt schon extrem lange. Aber tatsächlich muss man halt auch in der Situation, wo dann das Problem auftritt, auch die Möglichkeit haben, nachzuschauen. Und das ist ja nicht immer gegeben. Und ja, aber das war eine spannende Geschichte. Und insofern hat es auch Spaß gemacht, da nachzuforschen. Ich will das mal kurz einleiten. Das ist eine Dame, ca. Mitte 60 Jahre alt, die einen weiten Weg hatte hierher. Das ist ein paar Monate her, dass sie bei uns war. Und die ist eben, weil sie immer mal wieder so Herzrhythmusstörungen hatte, zu uns gekommen und wollte etwas tun, um so ihre Herzgesundheit zu verbessern. Und hat dann hier einige Tage bei uns verbracht, hat so eine unterstützende Behandlung bekommen, auch für den Energiehaushalt. Und während ihres Aufenthaltes haben wir sie halt so ein bisschen genauer angeguckt und haben halt geschaut, was bringt sie so mit. Und sie hat halt erzählt, dass sie seit circa 30 Jahren immer mal wieder Herzrasen bekommen hat. Wir haben ja gesagt Herzrhythmusstörung. Herzrhythmusstörung ist ja ein riesiger Begriff. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge, die da subsumiert sind. Und das heißt, da muss man schon auch genauer hingucken. Wir wissen ja alle, so Vorhofflimmern zum Beispiel ist eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen. Und dennoch muss man da halt genauer differenzieren. Und sie erzählte so, naja, das tritt halt immer mal wieder auf, das geht dann schlagartig los. Es ist so auch in Stresssituationen oder Belastungssituationen gewesen. Und plötzlich hört es dann wieder auf. Und es ist so, dass der Puls sehr schnell ist, dass sie auch merkt, Mensch, ich bin dann nicht mehr so gut belastbar, ich kriege schlechter Luft und manchmal auch so ein Druckgefühl im Brustkorb. Und das ist schon auch eine Belastung. Vielleicht ein bisschen schwindelig, aber sie ist nie ohnmächtig geworden und nicht umgekippt. So. Darf ich noch mal kurz fragen? Ja. Der Puls war ja immer regelmäßig schnell. Sofern, genau. Also nach dem, was sie gesagt hat, ja, wären ja, wenn sie Vorhofflimmern hätte, ja, würden wir ja eine sehr starke Schwankung des Pulses erwarten. Genau. Und ja eher nicht, dass das wirklich so wie so Maschinengewehr feuerartig sozusagen durchgeht. Richtig? Genau so ist es. Beim Vorhofflimmern haben wir eben diese absolute Arrhythmie. Das bedeutet, dass der Puls ganz unregelmäßig ist, nicht immer zu schnell sein muss, aber auch episodenhaft eben auch zu schnell sein kann. Aber das ist eine wichtige Abgrenzung und insofern ist allein das, was so ein Mensch dann erzählt, schon ganz wichtig, um so ungefähr eine Richtung zu bekommen, was das sein könnte. Und insofern war die Schilderung dieser Dame so, dass ich dachte, naja, Vorhofflimmern wird es wohl nicht sein, sondern das wird wohl was anderes sein. Und ich habe gedacht, na gut, wie sie schildert, klingt es jetzt nicht so, als sei das eine ganz gefährliche Herzrhythmusstörung. Ja. Weil ich da erwartet hätte, dass sie dann doch vom Kreislauf her erhebliche Probleme gekriegt hätte, vielleicht sogar auch ohnmächtig geworden wäre, ja, oder Schlimmeres. Aber so klang das nicht. Und sie erzählte auch sonst, dass sie keine Herzerkrankung hatte, dass auch in der Familie, zumindest so im jüngeren Alter, nichts bekannt war, dass es keine angeborenen Herzkrankheiten gab,
auch in der Familie nicht. Es ist auch in der Familie niemand gewesen, der plötzlich im jungen Lebensalter mal umgekippt wäre und dann verstorben wäre. Sowas gab es alles nicht. Und insofern habe ich dann doch gedacht, naja, das wird so katastrophal schlimm wird es nicht sein, wenngleich das auch sehr belastend ist. Und natürlich über diesen langen Zeitraum immer wieder aufgetreten ist und damit halt schon auch störend ist. Und sie hat dann so Mechanismen gefunden, wie sie es beeinflussen kann. Also zeitweise war es so, dass sie dann was gegessen hat und gemerkt hat, dass es dann weggeht. Aber das hat dann nicht immer funktioniert. Und sie sagte, dass es teilweise schon wirklich auch viele Stunden anhielt, also fast 12 Stunden, bevor das dann wieder weggegangen ist. Und dann hat man ihr Medikamente gegeben, erst einen Beta-Blocker, das hat sie nicht gut vertragen. Dann hat man ein anderes Medikament gegeben, was sie dann auch einnahm, was sie dann besser vertragen hat, was wohl auch das Ganze etwas reduziert hat in der Häufigkeit. Ja, und so war sie dann bei uns. Und nach dieser Schilderung haben wir natürlich dann angefangen, auch weiter zu forschen, haben auch eine Diagnostik gemacht. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist ja als Basisdiagnostik erstmal ein EKG zu schreiben, so ein Ruhe-EKG. Und das ist was ganz Wichtiges, erstmal zu gucken, findet man in diesem ganz einfachen Ruhe-EKG irgendwelche Auffälligkeiten, die schon darauf hinweisen können, was da los ist. Mhm. Ja, das, wenn dann gerade diese Rhythmusstörung nicht da ist, dann kriegt man oft nichts zu fassen. Aber es gibt manchmal auch die Situation, dass man dann schon Auffälligkeiten sehen kann, die einen Hinweis geben. Und am wichtigsten ist es natürlich dann in der Situation, wo das Problem auftritt, dann auch ein EKG zu schreiben. Und ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber da gibt es ja inzwischen einige Möglichkeiten. Also man muss nicht immer gleich in die Praxis rennen, auch wenn das am sinnvollsten ist, so ein großes EKG da zu schreiben. Es gibt ja inzwischen auch immer mehr Hilfsmittel. Ne? Da gibt es diese Smart Devices, also so Uhren, die EKGs aufzeichnen können. Und es gibt so kleine EKG-Stifte, mit denen man dann über eine App ein EKG aufzeichnen kann. Also es gibt ja immer mehr Möglichkeiten auch, für Menschen, die halt immer nur mal so zwischendurch in langen Abständen dann ein Problem haben, genau in diesen kurzen Momenten dann selber aktiv zu werden und selber was aufzuzeichnen und dem Arzt dann oder der Ärztin vorzulegen, damit man dann eine Chance hat, zu sehen, was es ist. Wobei es ja jetzt hier so war, dass sie ja morgens, ich meine, sie hat mit mir via Handy Kontakt aufgenommen vor der Sprechstunde, hat mich informiert. Und dann bin ich sofort in die Praxis gegangen. Sie kam auch sofort. Ja. Dann haben wir gleich ein EKG geschrieben. Ja. Und dann kamst du und so weiter. Aber bevor wir da so weit einsteigen, glaube ich, ist erstmal sinnvoll, dass du uns noch einmal erklärst, was sehen wir eigentlich in dem EKG? Ja. Weil sonst verstehen wir gleich nicht, was bei dieser Person vorlag. Ja. Das mache ich gerne gleich. Ich will nur ganz kurz noch was ergänzen, was mir gerade eingefallen ist. Und zwar, als die Patientin zu uns kam, hatte sie am Tag oder in der Nacht vorher hatte sie nochmal dieses Herzrasen gehabt. Ja. War aber nicht zu uns gekommen, die Praxis war ja auch zu. Hat aber mit ihrem Handy ihre Halsgefäße gefilmt. Das fand ich auch ganz spannend. Ja. Und hat mir dann praktisch gezeigt, wie dieses starke Pulsieren an den Halsgefäßen zu sehen war. Und das ist ganz spannend, weil es gibt so Herzrhythmusstörungen, wo man so ein Pulsieren am Hals sehen kann. Und da gibt es unterschiedliche Formen des Pulsierens. Manchmal gibt es so ein sogenanntes Froschzeichen, was ein Hinweis sein kann für bestimmte Herzrhythmusstörungen. Das hat sie nicht gehabt. Also es war nicht so klassisch. Und insofern passte das nicht. Aber ich habe tatsächlich sehen können, dass sie einen sehr schnellen und einen regelmäßigen Puls hatte. Und das war für mich schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also insofern klasse, dass sie das selber aufgenommen hat, um das dann zu zeigen, weil sie ja nicht in der Lage waren, ein EKG zu schreiben. Aber das war schon mal sehr gut. Also wirklich klasse gemacht, finde ich. Gut, was passiert beim EKG? Ich will versuchen, das so extrem vereinfacht jetzt mal, wirklich extrem vereinfacht darzustellen. Das hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich werde mal so eine kleine Skizze machen hier an unserer Tafel. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, das Herz so ungefähr von vorne betrachtet, hier so die Herzscheidewand und dann sind hier so die Herzvorhöfe, hier ist der rechte Vorhof, wir gucken von vorne auf das Herz drauf und dann ist hier so die Herzscheidewand,
Hier ist die rechte Herzkammer und hier ist die linke Herzkammer. Und die ist ja relativ muskelstark, also relativ dick hier die Muskulatur. Und rechts ist hier ein bisschen zarter. Und dann schauen wir uns mal an, was passiert denn so elektrisch. Wir haben ja so ein Reizleitungssystem am Herzen und haben da einen Impulsgeber, den Sinusknoten, der hier ungefähr hier oben sitzt im rechten Vorhof, und der gibt immer diese regelmäßigen Impulse ab und die werden dann übergeleitet auf die Vorhöfe, so dass die Herzvorhöfe erregt werden. Dann geht es hier über, hier ist noch so ein Knoten zwischen Vorhöfen und Kammern, das ist dieser AV-Knoten, Atrioventrikularknoten. Das ist nochmal so ein bestimmtes Zentrum, was auch ganz wichtig ist, will ich jetzt nicht im Detail erläutern, das führt zu weit, glaube ich, und da wird die elektrische Leitung, die Erregung übertragen auf die Herzkammern und so werden dann die Herzkammern elektrisch erregt. So ist so der Ablauf der Erregungsleitung und dann kommt es hinterher zu so einer Entspannung, zu einer Rückbildung der Erregung. Und pass mal auf, ich habe eine Idee. Ja. Wir schreiben hier ein EKG hin und ich zeige auf dem EKG immer hin und du zeigst dahin, wo gerade was ist. Okay, können wir machen. Ja. Gerne, ja. Dann male ich das mal an. Ja. Also, wir haben ja im EKG, das muss man vielleicht noch ergänzend sagen, ich male jetzt mal eine Ableitung auf. Ja. Wir haben ja im EKG, das wissen die Menschen sicherlich auch, dass da ganz verschiedene Aufkleber aufgeklebt werden, hier so über der Brustwand, an den Extremitäten. Insgesamt sind das 12 Kanäle oder 12 Ableitungen, also dass wir 12 EKG-Streifen haben, die wir dann angucken. Es gibt noch spezielle Situationen, müssen wir jetzt nicht erklären. Jetzt nehmen wir mal so eine EKG-Ableitung, dann haben wir hier die Nulllinie und dann kommt hier so eine kleine Welle, die ist jetzt recht groß geraten. Und dann kommt hier so eine Zacke und dann kommt hier immer nochmal so eine Welle. Also das ist jetzt so ein Komplex, so eine Aktion, würde ich sagen. So. Mhm. Du wolltest, achso, soll ich es kommentieren? Ja. Und ich zeige hier. Hier geht's los. Dann werden die Vorhöfe erregt. Das ist dieser Bereich. Genau. Hier. Und dann geht es über auf die Kammern. Und dann bildet sich die Erregung zurück. Das ist dann diese Welle da. Genau. Ja. Also Vorhoferregung, Kammererregung, da sieht man diese große Zacke häufig. Und dann dieser Hügel da hinten, das ist dann so die Entspannungssituation am Herzen. Genau. Das ist die P-Welle, die QRS-Komplex, ja. Und die T-Welle. So bezeichnet man das dann, genau. Ja. Und das ist so ein typischer Ablauf, den man so im EKG sieht. Das ist jetzt so ein Beispiel, das sind ein bisschen unterschiedliche Formen. Da muss man nicht so sehr aufs Detail eingehen, aber nur, dass verständlich wird, was wir im EKG sehen. Das ist wirklich ein Abbild der elektrischen Leitung. Und dann EKG kann man letzten Endes auch an den einzelnen Ableitungen erkennen, wo diese elektrische Aktivität langläuft und in welche Richtung die geht. Also man kann schon auch Rückschlüsse ziehen, wo sich das ausbreitet. Also und kann dann auch sehen, ob da Leitungsblockaden sind zum Beispiel und kann erkennen, wo die sind. Also wenn jetzt von den Vorhöfen auf die Kammern hier irgendwo eine Verzögerung stattfindet, dann würde man das hier in diesem Bereich sehen. Dann wäre hier der Abstand einfach größer. Ne? Oder hier die Überleitung an den Kammern, wenn man da zum Beispiel eine Leitungsblockade hat, dann wäre dieser QRS-Komplex dann breiter. Ne? Und dann kann man sehen, in welche Richtung die Blockade geht. Geht das in Richtung links? Geht das in Richtung rechts? Also wo ist die Blockade? Also sowas kann man dann im EKG auch ablesen. Ja. Ja, wir haben ein EKG geschrieben, das sah erstmal völlig normal aus. Also da war nichts Auffälliges zu sehen, was jetzt einen Hinweis gegeben hätte. Dann auch kein diskreter Hinweis, gar nichts. Gar nichts. Ja. Und da haben wir halt weitergeforscht und haben eine Blutuntersuchung gemacht und haben eben auch geguckt, es gibt ja manchmal auch so Veränderungen im Blut, wie zum Beispiel, dass die Schilddrüsenfunktion nicht normal ist. Ne? Jemand, der eine Schilddrüsenüberfunktion hat, der neigt dann eher zu solchen Herzrhythmusstörungen oder auch Störungen der Blutsalze. Das heißt, wenn jemand einen Kaliummangel hat zum Beispiel, dann kann das auch dazu führen oder auch andere Mineralstoffe, die
da relevant sind. Sie hat jetzt auch keine speziellen Medikamente eingenommen, wo man jetzt denken würde, dass die ein Problem sein könnten. Ne? Also es gibt ja auch so Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen, die selber dann auch Rhythmusstörungen mit auslösen könnten. Auch das hat sie nicht eingenommen. Oder es gibt so Medikamente, Antidepressiva zum Beispiel, machen manchmal auch Probleme mit der Herzleitung. All sowas hat sie nicht eingenommen. Da war nichts greifbar. Und im Echo war auch unauffällig. Ja, ich habe ein Echo gemacht. Da hat sie eine normale Herzfunktion gehabt. Die Herzklappen haben so kleine Undichtigkeiten gehabt. Das war alles nicht weiter bedeutsam. Ja. Das Herz hat sich normal bewegt. Es war kein Hinweis darauf, dass sie einen Herzinfarkt hatte zum Beispiel. Mhm. Also es war nicht zu sehen, dass da irgendwo ein Defekt war, der jetzt eine Ursache gewesen wäre dafür, dass sie vermehrt Herzrhythmusstörungen kriegt. Es gibt manchmal so angeborene Herzrhythmusstörungen, wo man in der Herzstruktur Veränderungen sieht. Auch darauf gab es keinen Hinweis. Also da gab es nichts, wo ich gedacht hätte, Mensch, ja, da ist so die Ursache zu finden. Also diese ganzen Punkte haben wir sozusagen alle abgeprüft hier in der Praxis. Ja, da war nichts. Nichts. Wir haben dann noch ein Belastungs-EKG gemacht, konkret ein Stress-Echo, also mit einem Ergometer belastet und dann gleichzeitig mit Ultraschall das Herz angeguckt. Ja. Und da hat man schon gesehen, dass unter Belastung das EKG sich verändert hat, auch so Extraschläge dazugekommen sind und im Ultraschall zu sehen war, dass das Herz dann unter starker Belastung sich nicht mehr ganz normal bewegt hat, sondern da Veränderungen auftraten, sodass ich den Eindruck hatte, Mensch, die könnte schon auch ein Problem an den Herzkranzgefäßen haben, sodass die Durchblutung nicht ganz in Ordnung ist. Aber bisher war da noch nichts gefunden worden vorher. Sie hatte keinen Herzinfarkt gehabt und insofern war das nicht bekannt. Aber ich hatte den Eindruck, okay, da ist was. Und da sollte man noch weiter hingucken. Habe ja auch empfohlen, dass sie das abklären lässt. Da würde man normalerweise dann eine Linksherzkatheteruntersuchung machen. Das habe ich ja auch empfohlen, das dann machen zu lassen. Aber in all dem, was wir so gefunden haben, haben wir zumindest keine wirklich definitive Ursache finden können. Und natürlich kann das auch triggern. Aber diese Wandbewegungsstörung und so weiter, klar, sie ist ja jetzt auch schon 60 Jahre alt. Mhm. Da kommt dann sowas auch vor. Aber sie hat es ja schon 30 Jahre. Das heißt, genau, die Wahrscheinlichkeit, dass die Herzrhythmusstörungen, die sie hat, dass die mit einer Minderdurchblutung zu tun haben, ist zumindest extrem unwahrscheinlich. Genauso sehe ich das auch. Ne? Also natürlich, wir sehen auch immer wieder bei jungen Menschen inzwischen Herzinfarkte. Also ich habe auch schon Anfang 20-Jährige gesehen mit Herzinfarkten, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Und insofern muss man zumal doch denken, sie auch einen gesunden Lebensstil hat. Genauso ist auch es. Dazu sagen. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Und insofern ist es sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt die Ursache war für die Rhythmusstörung seit 30 Jahren. Und ich habe natürlich überlegt und dachte, verflixt, was hat sie denn? Und habe überlegt, was ist denn so das Wahrscheinlichste? Und das Wahrscheinlichste war für mich so, dass das ist so eine schnelle Herzrhythmusstörung war, die von den Herzvorhöfen kam. Das also heißt, von hier. Genau, von im weitesten Sinne aus dieser Region und nicht von den Herzkammern ausgehend, sondern eher von der Region. Weil es gibt ja von den Kammern auch Rhythmusstörungen. Das sind so Kammertachykardien, nennt man das. Wenn da so Impulse von den Kammern kommen, die ganz schnell hintereinander kommen, dann ist das eher etwas, wo man dann Kreislaufprobleme kriegt, auch ohnmächtig wird unter Umständen, was dann wirklich gefährlich werden kann. Aber das, da gab es ja keinen Hinweis drauf. Insofern dachte ich, das ist es wahrscheinlich nicht, sondern es kommt wahrscheinlich von den Vorhöfen, sodass es sie nicht so sehr beeinträchtigt, dass sie dann gleich ohnmächtig wird. Und es gibt da so ganz verschiedene Herzrhythmusstörungen. Manchmal entstehen da so kreisende Erregungen, weil da so extra Leitungsbahnen sind. Und ich habe mir gedacht, naja, im Ruhe-EKG habe ich nichts gefunden, was jetzt auf so eine zusätzliche Leitungsbahn irgendwo anders hingedeutet hätte. Aber das schließt es nicht komplett aus. Und es gibt manchmal so Leitungsbahnen, also manchmal sieht man, dass in diesem AV-Knoten hier die Leitung so erfolgt, dass dann ein Impuls kommt, der vielleicht auch ein bisschen früher kommt als gewöhnlich. Und ich überlege jetzt gerade mit, zeigen wir das mal mit blauer Kreide, sieht man das? Ja. Ich glaube, das sieht man. Dass ein Impuls von hier oben kommt, oder wir machen den Knoten, den können wir ja hier auch mal in der Nähe
so ein bisschen größer machen, dieser Knoten hier. Also, das hier ist jetzt. Genau, das ist das. Und dann kommt ein Impuls von hier oben und geht hier ganz langsam runter und geht dann in die Kammer weiter. Und jetzt kann es aber passieren, dass dieser Impuls nicht hier einfach nur runter geht, sondern, also wenn der hier runter geht, ist hier normalerweise das blockiert und dann kann es sein, dass diese Blockade hier schon aufgehoben ist und dann geht der Impuls nicht nur hier runter, sondern geht hier nach oben wieder zurück. Und dann geht er zu den Herzvorhöfen, beziehungsweise geht dann hier weiter. Und dann kommt es zu so einer kreisenden Aktivität, was zur Folge hat, dass die Vorhöfe und die Kammern sehr schnell erregt werden. Und dann kommt es zu so einem ganz schnellen Puls, der dann ja schon auch bei 140, 150 liegen kann, aber auch über 200 gehen kann. Also relativ schnell. Das ist eine kreisende Erregung. Das wäre so eine kreisende Erregung. Die dann zum Beispiel hier in diesem AV-Knoten stattfinden kann. Ne? Wie gesagt, es gibt noch so extra Leitungsbahnen, die hier irgendwo anders dann leiten könnten. Aber ich hatte eher den Eindruck, dass das so in dem Knoten sein könnte, dass es da zu so einer kreisenden Erregung kommt und dann dieser schnelle Puls resultiert. Das war so vom Gedankengang her, von dem, was sie so erzählte. Ne? Aber das war halt im EKG nicht dokumentiert und insofern wussten wir es nicht. Ja, und dann schauen wir uns mal die EKGs an von ihr, würde ich sagen. Ne? Ja, genau. Schauen wir uns die EKGs an. Und es kam ja später ein Ereignis, wo sie dann wieder diese Herzrhythmusstörung hatte. Genau, früh morgens. Und morgens dann zu uns in die Praxis kam. Und wo wir dann wirklich die Chance hatten, das auch aufzuzeichnen. Ja. Und das wollen wir jetzt mal das schauen genauer wir uns jetzt angucken. Mal. Ja? Ja, gut, machen wir. So, dann schauen wir uns mal so EKGs an, wie die so aussehen. Und dann gucken wir uns nochmal das erste EKG an, das so in Ruhe aufgezeichnet wurde. Das war noch ganz am Anfang. Vielleicht kannst du erst nochmal zum Reinkommen nochmal die Brücke schlagen zwischen dem Bild von der Tafel und dem, was wir hier sehen. Ja, mache ich. Also wenn wir hier das Bild angucken, dann sehen wir diese ganzen Wellen und Zacken. Ich vergrößere das mal so ein bisschen, nehme mal so eine Ableitung raus. Hier haben wir wieder diese, ja, nehmen wir die hier in der Vorhofwelle. Das ist diese P-Welle. Dann haben wir hier diesen QRS-Komplex. Und dann haben wir hier diese Entspannungswelle, sage ich jetzt mal, die T-Welle. Also wie wir es an der Tafel gesehen haben, das sind so diese Komponenten der normalen Erregung, würde ich jetzt mal so kurz sagen. Und wir sehen jetzt hier in dem EKG auch, das sind tatsächlich, hier sieht man die Kanäle, das sind also 12 verschiedene Ableitungen, die man hier sehen kann. Teilweise errechnet, aber insgesamt sind das so 12 Kanäle, die man hier sehen kann. Das ist so das ganz normale EKG. Man sieht, die Herzfrequenz ist hier relativ niedrig, so mit 57, ist aber völlig in Ordnung. Diese Zacken, die man hier sieht, die sehen relativ schmal aus. Da ist also keine Leitungsverzögerung zu sehen. Und das sieht jetzt erstmal relativ gut aus. Also da hätte ich jetzt erstmal nichts dran auszusetzen. Das war so das erste EKG in Ruhe. Ja. Und dann haben wir halt die Situation gehabt, ach so, genau, dann habe ich ja erzählt, an was ich gedacht habe. Und jetzt will ich ganz kurz nochmal ein Beispiel, das muss man nicht überstrapazieren, ein Beispiel. So sieht das zum Beispiel aus, wenn da so eine schnelle kreisende Erregung da ist. Dann sieht man diese Kammerkomplexe, die sind auch total schmal und sind jetzt nicht verbreitert, sind sehr schmal. Und da kommen so in kurzer Abfolge hintereinander, mit einer hohen Frequenz kommen diese schmalen Kammererregungen. Und wenn man hier jetzt genauer hinguckt, dann sieht man, Mensch, da sind zwar diese T-Wellen hier zu sehen, aber die P-Wellen sieht man gar nicht so richtig. Das gibt so kreisende Erregungen, wo man eben diese P-Wellen dann, wo die P-Wellen dann zum Beispiel hier in dem QRS-Komplex irgendwo drin verschwinden, davon überlagert werden und wo man die deshalb eben nicht erkennen kann. Manchmal sieht man dann aber auch bei diesen kreisenden Erregungen, dass diese Vorhoferregung, dass die dann hier so hinten dran kommt, ne? Dass da so eine kleine P-Welle hinter der
Kammererregung kommt. Ne? Das sieht man. Wäre das jetzt so eine AV-Geschichte, die wir da genau, besprochen haben? Okay. Genau so ist es. Diese kreisende Erregung am AV-Knoten. Und hier ist es jetzt so ein typisches Beispiel dafür, dass die Erregung von den Vorhöfen auf die Kammern, dass die über diesen langsamen Weg geht und dann zurück über den schnellen Weg geht. Und das unterhält sich dann so selber. Also das ist so ein typisches Beispiel. Wenn das andersrum geht, dann würde man eher noch die P-Welle hier hinten sehen, wenn das über den schnellen runter und über den langsamen hoch geht. Aber wir müssen sich nicht so sehr ins Detail, das ist ja hier keine Fortbildung, das ist wirklich ja nur ein Beispiel jetzt, wie das so aussehen kann. So, und jetzt haben wir uns die Patientin, haben wir ein EKG geschrieben, jetzt sieht das EKG der Patientin plötzlich so aus. Und jetzt denkt man, Reflex, das sieht ja irgendwie doch anders aus als in Ruhe. Und das sieht auch anders aus als dieses ganz Schnelle hier, was wir gesehen haben. Das sieht ja total schmal aus hier. Diese Zacken sind total schmal. Und jetzt gucken wir bei der Patientin und jetzt sehen wir, hoppla, die sehen ja gar nicht so schmal aus, sondern diese Komplexe, die sind ja ziemlich breit. Ja? Und nicht einfach nur so eine schmale Zacke. Ja? Mhm. Also das war jetzt schon irritierend. Und vielleicht gucken wir nochmal weiter. Lass mal gerade gucken, haben wir hier noch ein Bild, dass man das noch mal so ein bisschen genauer sieht. Also hier auf der linken Seite haben wir jetzt das EKG in Ruhe. Da hatte ich ja gesagt, Herzfrequenz ist eher niedrig, schmale Zacken. Und auf der rechten Seite sieht man, da hat sie diese hohe Herzfrequenz von 150 pro Minute. Und die Zacken sehen doch anders aus als in Ruhe. Ne? Und jetzt kann man schon so einen kleinen Schreck kriegen, weil man denkt, Mensch, ist das vielleicht doch was, was so von den Herzkammern kommt, ja? Und was dann vielleicht doch auch so ein bisschen gefährlicher ist. Und dann haben wir gesehen, der Patientin geht es jetzt gar nicht so dramatisch schlecht. Die hat einen ganz normalen Blutdruck gehabt. Ja? Mhm. Also einen Blutdruck von 135 zu 80. Ja? Das ist nicht irgendwie knapp, sondern wirklich eher hochnormal. Und ist dann nicht zusammengeklappt, ist nicht ohnmächtig geworden und hat zwar das sehr deutlich gemerkt, dass der Puls so schnell ist, aber war da zum Glück sehr stabil in der Situation. Und jetzt steht man da und denkt sich, verflixt, was ist denn das jetzt? Mhm. Ja? Ist es jetzt wirklich von den Vorhöfen? Oder ist das was, was doch von den Kammern kommt, weil das so breit aussieht? Ne? Und naja, dann ist der nächste Schritt halt, sich das EKG genauer anzugucken. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, wir hätten einfach jetzt einen Rettungswagen rufen können und hätten sagen können, jetzt geht's ab ins Krankenhaus und jetzt werden sie überwacht und im Krankenhaus dann möglicherweise mit Medikamenten behandelt und so weiter. Das hätte man durchaus machen können, aber ich glaube, wir sind ja schon auch... Das hätte ich auch gemacht, wenn du nicht da gewesen wärst. Okay, ja. Also, aber ich meine, wir sind ja hier schon auch so gut ausgestattet, dass man sowas dann zumindest ein Stück weit auch hier in der Praxis ganz gut managen kann. So, und jetzt sieht das so breit aus. Und ich will jetzt mal ein Beispiel bringen dafür, wie das aussieht, wenn das wirklich so eine... so ein Herzrasen ist, was von den Herzkammern herkommt. Und das sieht dann wirklich ähnlich aus, muss man sagen. Das ist so ein typisches EKG, wo diese Erregung von den Kammern kommt. Und das sind auch diese breiten Zacken, die man da so sieht. Ja? Und insofern sieht das sehr ähnlich aus. Und jetzt ist die Frage, was ist es denn nun? Ja? Ist es wirklich sowas oder ist es das nicht? Und jetzt kann man sich überlegen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, das zu unterscheiden? Also ehrlich gesagt, wenn man so ein EKG mit den breiten Zacken nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass das von den Kammern kommt. Normalerweise so um ca. 80%. Wenn man jetzt so einen Menschen hat, der so über 65 ist, dann muss man sagen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit noch mehr. Dann ist man vielleicht bei über 90%. Und dann denkst du, komisch, breite Zacken, diese Konstellation, mit ungefähr 90% kommt das von den Kammern. Und dann gucke ich mir die Patientin an und denke, Mensch, die hat keine Vorerkrankung, keine Herzerkrankung, die bekannt ist, die ist nie ohnmächtig geworden, die ist total stabil. Das ist doch irgendwie nicht plausibel. Ja? Das kann doch nicht sein. Mhm. Und dann überlegt man sich, okay, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, nochmal genauer hinzugucken? Mhm. Und wenn das wirklich von den Kammern kommt, dann gibt es so bestimmte Zeichen, die man sich so ein bisschen genauer angucken kann. Und ich will das mal beispielhaft hier aufführen. Also
Hinweise dafür, dass es von den Kammern kommt. Also hier steht jetzt VT, das heißt ventrikuläre Tachykardie, also diese Kammertachykardie. Ein Punkt ist so eine sogenannte negative Konkordanz. Das heißt, man guckt hier diese ganzen Komplexe an und sieht, diese Haupterregung, die ganze Zacken, die gucken hauptsächlich so nach unten. Ja, das ist hier so, das ist da so. Die haben alle die gleiche Richtung. Das sind jetzt hier die Brustwandableitungen, ne? V1 bis V6. Wenn die alle in die gleiche Richtung gucken, dann spricht das sehr dafür, dass das von den Herzkammern kommt. So, das ist eine Möglichkeit. Dann sieht man, wenn das von den Kammern kommt, manchmal sogenannte Fusionsschläge, wo dann Kammer und Vorhof gleichzeitig eine Erregung machen. Und das sieht dann sehr ähnlich aus hier wie diese hier, ist halt nur ein bisschen schmaler, so in dem Fall. Oder sogenannte Capture Beats, das heißt hier sieht man überall diese Kammererregungen und plötzlich kommt da so eine Vorhoferregung dazwischen und noch eine und dann geht es hier wieder weiter mit den Kammererregungen. Mhm. Das ist ein weiteres Zeichen, nach dem man gucken kann. Dann sieht man bei den Kammertachykardien, dass da so einmal hier diese Kammerschläge sind, aber dann, hier ist es mit dem Pfeil, da ist eine P-Welle. Da ist auch eine P-Welle. Das heißt, dazwischendurch sieht man, da sind dann mal so Vorhofaktionen zu sehen, aber die sind nicht regelmäßig immer vor den Kammeraktionen. Das heißt, da ist so eine Dissoziation zu sehen. Dann gibt es noch weitere Zeichen, wo man so bestimmte Zacken und Wellen angucken kann und dann gucken kann, sind da so, also hier ist so eine kleine Knotung zu sehen, zum Beispiel in einer bestimmten Ableitung. Dieses eine Intervall hier ist auf der rechten Seite hier, ne, dieses RS-Intervall ist verlängert. Das sind alles so Zeichen, die dann eher dafür sprechen, dass das Ganze von den Kammern kommen kann. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal das EKG der Patientin anguckt dann und schaut, naja, wie ist denn das hier mit der negativen Konkordanz? Gehen diese ganzen Zacken, gehen die hier alle nach unten? Und dann sieht man, nee, Moment mal, hier unten sieht es doch anders aus. Die gucken ja nach oben, ja? Also das passt nicht, die haben wir nicht. Und dann gucken wir, finden wir hier irgendwo diese Capture Beats, diese Fusionsschläge. Und dann sieht man, also es ist jetzt hier ein Ausschnitt, ne? Also wir haben natürlich noch wesentlich länger das aufgezeichnet. Aber wir haben nirgendwo haben wir diese Schläge gesehen, wo man denkt, das kommt von den Vorhöfen dazwischen. Jetzt guckt man weiter, sieht man da irgendwo Vorhofaktionen. Und auch da habe ich keine Stelle gefunden, wo man jetzt irgendwo dazwischen dann noch irgendwo so eine kleine P-Welle dann sehen würde. Das war nicht. Ist hier nicht zu finden. Und dann guckt man hier sich diese einzelnen Zacken nochmal genauer an und schaut, ist da irgendwo dann noch so eine Knotung zu sehen, ja, dass es hier irgendwo so ein bisschen verzögert geht, bevor es wieder hochgeht. Auch das sieht man nicht, ne? Das ist wie so ein V, so ganz spitz. Und es ist jetzt auch nicht so, dass dieser Umschlagspunkt hier, dass der jetzt deutlich verzögert stattfindet. Also diese typischen Kriterien, die man für diese Kammertachykardie hat, die sind alle nicht zu finden gewesen. Da habe ich gedacht, ja. Okay, wahrscheinlich ist es nicht so. Wahrscheinlich ist es wirklich von den Vorhöfen. Und da kann man sich überlegen, wie kriegt man jetzt raus, ob das wirklich von Vorhöfen ist. Mhm. Hast du eine Idee? Oder wie man da also, ich weiß ja, wie du es gemacht hast. Ja, okay, gut. Ich hätte es nicht gewusst. Okay, also es gibt eine Möglichkeit. Es gibt Medikamente, die total kurz wirken nur. Das ist so ein Medikament, was eine extrem kurze Wirksamkeit hat, wenn man es nur einmal so als Spritze gibt, wenige Sekunden und dann wird es abgebaut. Und dieses Medikament wirkt so an der Überleitung von Vorhöfen zu Kammern und macht da eine Blockade. Und dieses Medikament wollte ich der Patientin geben. Wenn man dann sieht, dass es von den Herzvorhöfen herkommt und man macht da eine totale Blockade an der Überleitung, dann müsste eigentlich diese Rhythmusstörung aufhören. Wenn das aber von den Kammern kommt, ja, und man blockiert oben diese Leitung, dann dürfte sich eigentlich nicht viel verändern. Ne? Magst du es uns noch mal daran erklären? Genau. Also, wenn das jetzt hier von den Vorhöfen die Erregung kommt und man macht mit dem Medikament hier eine Blockade an dem AV-Knoten, dann würde man erwarten, dass damit dann diese Rhythmusstörung aufhört, ja, dass dann vorbei ist. So.
Wenn das aber von den Kammern herkommt hier, ne, und man macht hier oben was und das feuert hier immer von den Kammern, dann ändert sich eigentlich nichts. Ja. Ne? Das war so das Prinzip dahinter. Mhm. Und dann habe ich der Patientin das halt erzählt. Wir haben sie natürlich am Monitor überwacht und im Blick gehabt und waren mit ein paar Leuten anwesend und hatten unter anderem, Zugang das darf ich und kurz sagen, Blutdruck messen. Und Michel Kraus, der aus dem der Uni kommt. Der kommt ja aus der Intensivmedizin, genau. Das heißt, wir haben hier schon Erfahrung. Auch Leute, die in der Akutmedizin erfahren sind. Und das finde ich auch total kostbar, weil man mit diesen Menschen dann auch in solchen Situationen dann wirklich handlungsfähig ist und wenn es mal zu einem Notfall kommen sollte, dann auch eine gewisse Sicherheit hat, ne? Dass die Patienten auch gut zu versorgen sind. Ne? Insofern, das gibt einem natürlich Sicherheit und sonst hätte ich die Patientin auch eher ins Krankenhaus geschickt. Aber wenn man mit so einem Team arbeiten kann, dann kann man sowas auch in der Praxis machen, wenn man die Überwachungsmöglichkeiten hat und das Team hat, was dann reagieren kann. Und der Patientin natürlich alles erzählt, was wir machen, dass sie auch vorbereitet ist, weil wenn man das Mittel spritzt und diese Blockade auftritt, dann heißt das, wenn das wirklich funktioniert, dass da die elektrische Leitung für ein paar Sekunden ausfällt. Das heißt, das Herz steht still. Ja? Mhm. Und das merkt man. Ne? Das kann dann auch so ein Druckgefühl machen im Brustkorb. Das kann auch ziemlich unangenehm sein. Und das muss man wissen, dass das ein paar Sekunden geht und dann geht es weiter. Und das kann sehr verunsichernd sein, glaube ich, aber es ist halt eine Chance, da weiterzukommen und dieses Herzrasen dann zu unterbrechen. Dann zeichnen wir uns mal das EKG. Gut, dann haben wir losgelegt. So, dann fangen wir mal an. Das war der Anfang. Da sieht man noch diese ganz schnellen Herzschläge und diese verbreiterten. Und dann haben wir das Medikament gegeben und plötzlich sieht man, hier passiert nichts mehr. Da sind keine Zacken mehr. Das nennt man dann Asystolie. Also da ist gar nichts mehr. Elektrisch ist null. Mhm. Und dann haben wir das weiter aufgezeichnet und geguckt. Und dann sieht man die nächsten Ableitungen. Da ist nicht irgendwie eine Elektrode ab. Die Elektroden waren alle dran. Aber man sieht die ganze Seite über hier, überall passiert nichts. Mhm. Elektrisch null. Mhm. Das mag schon irritierend sein, wenn man das so sieht. Ich glaube, du warst auch so ein bisschen irritiert. Mhm. Also ich habe, wenn ich das mal kurz einflechten darf, ich habe ja... Es ging ja alles so schnell und du hattest ja mit Michelle die Situation im Griff. Ich stand ja am Fußende der Patientin und ich habe dann intuitiv ihre Füße kräftig in die Hand genommen. Und hinterher sagte sie mir, dass ihr das gut getan hat, ja, um sozusagen da zu bleiben. Mhm. Okay, ja. Weil das ist ja sozusagen, das ist ja schon ein kleiner Tod, wenn man das mal so... Im Grunde ist es so, ja. Das ist zwar extrem kurz, aber trotzdem, also ich verstehe schon, dass das unangenehm ist. Ja. Und aber gut, wir gucken weiter, was ist passiert. Das hat doch ein paar Sekunden gedauert. Und dann sieht man, okay, da kommt mal so ein Extraschlag hier, der ist so ein bisschen abgeschnitten, deshalb sieht man den nicht so genau. Und dann sieht man hier auf der rechten Seite, oh, das kennen wir doch, das ist eine P-Welle, da ist ein QRS-Komplex, das ist eine T-Welle. Und dann gucken wir weiter und dann sehen wir, na Mensch, das erscheint uns doch sehr bekannt. Wir gucken die Herzfrequenz an, 67 ist normal, auch hier wieder die P-Welle, QRS-Komplex und die Erregungsrückbildung und dann geht das so weiter. Das heißt, wir sehen jetzt, das Herz nimmt wieder die ganz normale Aktivität auf mit einem ganz normalen Rhythmus, mit der ganz normalen Herzfrequenz. Und schlägt dann so weiter. Wir haben sie natürlich noch eine ganze Zeit nachbeobachtet und geguckt, dass es ihr gut geht und dass sie auch wirklich stabil ist. Sie ist auch stabil geblieben und ist in diesem Rhythmus geblieben. Und insofern denke ich tatsächlich, hat das Medikament einmal eine diagnostische Wirkung und zum anderen auch eine therapeutische Wirkung gehabt. Und zwar hat es die Rhythmusstörung unterbrochen und uns zugleich gezeigt, okay, das ist hochwahrscheinlich doch nicht so, dass es von den Kammern kam, sondern dass es von den Herzvorhöfen her kam und dass es am ehesten so eine kreisende Erregung ist, entweder in dem AV-Knoten oder aber da doch tatsächlich noch so eine andere Leitungsbahn ist, die ich im Ruhe-EKG nicht erkennen kann, wo ich keinen Hinweis darauf gefunden habe, die aber trotzdem da sein kann. Und
dann ist es halt so, man fragt sich jetzt ja, warum hat sie denn diese breiten Komplexe gehabt? Das ist so, das gibt es als frequenzabhängig, so eine Blockade. Das ist ein frequenzabhängiger Linksschenkelblock, heißt es dann. Das heißt, wenn der Puls dann so hoch geht, dass es dann aus bestimmten Gründen zu so einer Leitungsverzögerung kommt und dann diese Komplexe so breit aussehen. Also das ist durchaus ein bekanntes Phänomen. Das macht es halt dann nur schwieriger. Dann, wenn das, Nebelkerze. Ja, das macht es halt schwieriger dann in der Situation. Also in Ruhe hat sie das ja nicht gehabt. Ne? In Ruhe hat sie ja einen ganz schmalen Komplex. Und das macht es halt dann schwieriger, das zu differenzieren. Ist es jetzt was von den Vorhöfen mit so einem Schenkelblock oder von den Kammern? Und insofern fand ich das total spannend, da so ein bisschen genauer hinzugucken und das rauszuarbeiten, was es sein könnte. Und die Konsequenz ist dann letzten Endes, die hat ja immer mal wieder diese Rhythmusstörung, hat immer mal wieder Beschwerden. Eine Möglichkeit, die man jetzt hat, ist tatsächlich in eine Klinik zu gehen mit so einer Rhythmusabteilung und dann so eine spezielle Katheteruntersuchung zu machen. Das ist eine elektrophysiologische Untersuchung. Und dann mit so einem Elektrokatheter, sage ich jetzt mal vereinfacht, zu gucken, ist da eine extra Leitungsbahn und die dann zu veröden und damit letzten Endes das Problem auch aus der Welt zu schaffen. Das heißt, dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch dauerhaft diese Rhythmusstörungen komplett zu beenden, damit sie dann beschwerdefrei ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, da steht noch was anderes an, ne? Dass da wahrscheinlich eine Durchblutungsstörung ist. Also es sind verschiedene Sachen, aber das, denke ich, ist relativ deutlich und ich kann es nicht beweisen, dass es so ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass es von den Vorhöfen kommt, so eine extra Leitung ist, die man dann mit so einem Katheter veröden kann und dann die Beschwerden auch möglichst langfristig dann beenden kann. Sehr gut. Ja. Ja, Johannes, ich danke dir sehr für diese spannende Kasuistik. Weitere werden folgen. Wir haben immer wieder spannende Patienten. Wir haben immer wieder spannende Patienten, ja. Da fällen mir auch gleich sofort so ein paar Namen ein, über die wir in späteren Videos berichten werden. Ja, gerne. Ja, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank für euer Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin wünschen wir beide von Herzen viel Herzgesundheit.